Jeden Morgen begegnet sich dein Gesicht im Spiegel, aber ist das auch dein Ich? Versteckst dich hinter Kosmetikprodukten, die dir nach und nach die Krankheit bringen und dich weiterhin zwingen, Teil des Systems zu sein, unscheinbar und klein. Von Anfang an dazu gemacht, ihren Hunger nach mehr und mehr Macht zu stillen. Wider Willen bleibst du gefangen gehalten, aber warum glaubst du, bleibt dein Innerstes gespalten? Es ist nicht deine Wahrheit, die du lebst, und es sind auch nicht die Dinge, nach denen du strebst. Es ist die Gewissheit, dass etwas falsch läuft in dieser Menschheit. Und wenn du das erkennst, dann schrei. Alle müssen wehmen, weglaufen vor der von deiner eigenen Wahrheit und der Klarheit deines Platzes im Universum betreffend, desto härter wird dein Weg sein und er zieht an deinen Kräften. Manche sind schon auf ihm umgekommen, dafür haben wieder andere was gegen die Lügen unternommen. Andere begehen ihn mit ständig gezückter Klinge und sind trotzdem guter Dinge. Und Menschen, die rennen auf ihrem Weg, denen wird noch so manches Hindernis in den Weg gelegt. Doch sei stets bestrebt, standhaft zu bleiben, denn dann verblasst ihre Macht und alles kann sich wandeln. Alle müssen dann vor der Wahrheit stehen, kannst du ihr ins Auge sehen, doch ihre Gestalt ist alles andere als schön. Mit aller Gewalt versuchst du gegen sie anzugehen oder sie anzunehmen und zerbrichst dann all ihren Gehalt von Angst, Trauer, Wut und Schmerz. Doch dein gebrochenes Herz beginnt sich zu öffnen, denn nun können die Lügen wie Eisschollen wegdriften. Und nach geben sie dir und deinem Körper neue Energie, um gegenüber der Wahrheit standhaft zu bleiben. Doch beim Übertreiben kann es dir auch geschehen, dass dir nichts anderes überbleibt, als in die Knie zu gehen. Doch eines Tages helfen dir andere wieder aufstehen. Alle müssen Abschnitt deines Weges du dich befindest. Ich wünsche, dass du dich nicht länger in ihren Netzen windest. Ich wünsche dir Kraft, Mut und Glück und vielleicht gehen wir beide auch ein Stück Hand in Hand der Zukunft entgegen, denn nun kann keiner mehr der Wahrheit widerstehen.